Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velorsche Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Und ja, wir starten hier heute gegen Leeds United im Carabao Cup. Danach haben wir unter anderem Bournemouth und dann nochmal die Europa Conference League gegen den FC Sion. Also, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Pokal-Action heute vor uns. Vielleicht wird es auch ganz schön erfolgreich. Wir werden mal sehen. Übrigens ist mein Rating auch ganz schön nach oben gegangen. Merke ich gerade so zufällig, ne? Dass mein Manager-Rating ganz schön hochgegangen ist. Und eine Sache, da habt ihr mich darauf hingewiesen, das habe ich gar nicht so bemerkt, und zwar hat Peer in der Vergangenheit die Nummer 8 tatsächlich gehabt, meintet ihr, und jetzt irgendwie erst die 14, deswegen gebe ich ihn aber die 8 wieder zurück. Da hatte ich habe den Namen leider vergessen, aber da hast du mir ja gesagt, ey, ich habe nochmal in die anderen Folgen geguckt, weil irgendwie war das komisch, und Peer hatte die Nummer 8, auf jeden Fall danke an dich, fühl dich angesprochen. Auf jeden Fall habe ich das jetzt wieder geändert, weil Peer und Nummer 8, das passt natürlich perfekt. Ne? Keine Ahnung, warum das überhaupt geändert worden ist. Und ja, wir gehen auf jeden Fall rein gegen Leeds United, Carabao Cup, erste Runde. Und ich muss sagen, ich will diese Pokalwettbewerbe ernst nehmen, denn Crystal Palace hat in ihrer Vereinshistorie noch nie was gewonnen. Und das will ich ändern. In Saison 3 will ich das ändern. Irgendwas will ich mit Palace gewinnen. Gerne auch den Carabao Cup. Hier mit der Aufstellung von Crystal Palace. Jan Sommer mit seinem ersten Einsatz in dieser Saison hier gegen Leeds. Dann die Viererkette mit Aarons und Justin auf Außen, Mina und Chalobah in der Innenverteidigung, Richards im ZDM, Lucas im ZM und Eze im ZOM, Batschnin und Lilling Junior über Außen und Jordan Siebetauch ganz vorne, wobei ich ihn jetzt einfach mal Jordan nennen werde, weil es hört sich besser an. 4-3-3-System auf jeden Fall hier bei Crystal Palace. Und wir gucken gleich mal auf die Aufstellung von Leeds United. Und zwar spielen sie hier mit Meslier im Tor, Ayling, Koch, Edgar und Dramé in der Verteidigung. Wir gucken dann gleich mal aufs Mittelfeld. Sobald sich das hier ändert, genau, nehme ich das ZM mit Adams und Howard, McKinstry und Sinister auf Außen, Roberts im ZOM und Gabbiadini als einzige Sturmspitze. Erling Junior. Erling Junior, die Flanke kommt gar nicht mal so schlecht. Da ist jetzt Eze, was macht denn der? Yo, egal was er da gerade gemacht hat, das war wunderschön. Stark gemacht, Eze bleibt dann fast schon im Tor hängen. Einfach mal hier der Treffer, ne? Unsere Nummer 10, der heute auch mal Kapitän sein darf. Macht ihn einfach mal rein. Spektakulär, sehen wir nochmal die eigentlich schon richtig geile Flanke von Illing Junior. Dann landet der Ball hier bei Eze und der mit der Brust und dann dreht er sich da ganz schnell und macht ihn dann rein. Per, ja, ist das ein Seit? Schon ein ordentlicher Rückfallzieher, ne? Ja, so ein Seit-Rückfallzieher. Aber eher Rück als Seitfalls hier. Schönes Ding hier von Eze. So kann man es natürlich mal machen. Hier im Pokal mit dem 1-0. Spektakulär hättest du es kaum machen können aus der Situation. Leeds United hier im Rückstand. Crystal Palace in Führung. Gib den nochmal ab. Jetzt hier schön gespielt. Eze auch nochmal mit dem Pass. Und dann steht es aber nicht 2-0. Eigentlich alles wieder super rausgespielt, bis dann Meslier hier den Treffer verhindert hat. Eze auf Erling Junior. Erling Junior, die Flanke ist gut, dann der Kopfball und dann steht sie aber 2-0 durch Jerry Mina. Der Druck von Crystal Palace wuchs und wuchs und wuchs. Irgendwann kann sich da eben Leeds United nicht mehr gegen wehren und dann steht es hier 2-0. Und man muss auch echt sagen, Leute, das kann ich jetzt schon festhalten, wir haben ja hier auch ordentlich rotiert. Aber es ist einfach eine ganz andere Qualität noch als in den letzten 2 Jahren, ne, wenn wir rotiert haben. Ich meine, ich habe jetzt nicht alles wegrotiert. Ne? Wir haben ein paar Stammspiele auch mit dabei, wie Eze oder Erling Junior. Aber es ist schon eine ganz andere Qualität, wenn man jetzt rotiert. Ne? Beispielsweise Chalobah und Mina in der Verteidigung, das ist schon richtig stark. Man sieht unser Mittelfeld mit Mangala und Co. Ja, beziehungsweise Richard spielt ja heute, Mangala spielt ja gar nicht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jetzt habe ich genau den Spieler genannt, der gar nicht spielt, ne? Es ist einfach eine andere Qualität, auch nochmal auf den Außenverteidigungspositionen mit Justin, der da momentan eher der Backup ist, weil Sessegnon so gut performt hat. Es ist einfach wirklich ein sehr, sehr schön, breiter, starker Kader, mit dem man, denke ich, auch wenn ein bisschen Verletzungen hier und da dazukommen werden, unsere Ziele erreichen kann. Eze. Eze mit der Übersicht für Batschnin, richtig gut gespielt. Batschnin jetzt hier. Batschnin macht ihn rein, 3-0. 3-0 Crystal Palace, sie dominieren hier Leeds United nach Strich und Faden. Ja, Eze mal wieder auch mit einer weiteren Vorlage. Er ist wirklich heute der Dreh- und Angelpunkt. Ich muss echt sagen, heute ist Ezes beste Spiel bisher. Ne? Ich meine, gut, was will man noch sagen? Er hat die erste Saison alles abgerissen. Eigentlich, wenn es realistisch gewesen wäre, hätte er davon eher auch einen ordentlichen Sprung nach oben kriegen müssen, was die Gesamtstärke angeht. Dann war er in der zweiten Saison leider so gut wie verletzt. Ne?
Und dann braucht es natürlich auch ein bisschen, bis du wieder komplett zurückkommst. Aber heute ist wirklich so ein Spiel, wo man wieder sieht, oh, Eze einfach richtig, richtig stark. Wenn er das wieder hinkriegt, jedes Spiel zu spielen, dann ist wieder Feierabend für die Gegner. Ah, den hat Sommer. Oh, und den hat Sommer nicht. Den hat Sommer nicht. Und deswegen unter anderem ist er halt auch kein Stammspieler mehr, ne? Und Mina, keine Ahnung. Also Jan Sommer lässt den Ball einfach abklatschen. Lässt den Ball einfach abklatschen. Ja, und Mina ist dann am Ende der Doofe, der da noch irgendwas probiert. Den Ball dann sogar noch endgültig reinschiebt. Gilt aber trotzdem als Eigentor Sommer. Und das sind eben so Gründe, warum Sommer nur noch ein Bankspieler ist. Und Whittaker inzwischen, wahrscheinlich sogar ein Jahr früher als geplant, Stammkeeper. Roberts. Boah, der Ball ist gut, der Ball ist gut. Jan Sommer hält den. Wichtig, dass Sommer da dran war, aber Handspiel. Also Handspiel jetzt hier von unserem Spieler. Freistoßmöglichkeit für Gabbiadini. Wird er den direkt nehmen? Ja, wird er. Ja, wird er an den Pfosten. Und jetzt wird es hier nochmal richtig gefährlich, ne? Also Leeds United mit einer großen Chance. Jetzt nochmal hier auch Aluminium getroffen. Also wir müssen durchaus noch aufpassen. Es ist noch genug Zeit, um dieses Spiel rumzudrehen für Leeds. Ja, Leeds jetzt hier über die linke Seite, machen das gut. Und da ist viel Platz, da ist viel Platz und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Gabbiadini hier mit dem 3-2 und damit ist Leeds United wieder im Game. Ein Türchen noch und sie hätten hier, ja, können hier eine Verlängerung provozieren. Hier sehen wir nochmal, ne? Gabbiadini schleicht sich da so ein bisschen von Mina weg. Und dann der Abschluss richtig gut, direkt genommen, stark gemacht vom Italiener. Wir haben das 3-2. Wir haben das 3-2, Leute. Wir müssen aufpassen, dass wir hier bloß nicht das 3-3 kassieren. Sinisterra. Sinisterra hier sehr gefährlich, aber Andersen hat den. So wichtig, dass Andersen den Ball hat, sonst wird es hier richtig gefährlich. Lucas. Und Lucas, der Ball ist gut. Der Ball ist gut. Hutchinson setzt sich da durch gegen seinen Gegenspieler. Hutchinson mit dem Lupfer gegen Meslier. Macht ihn nicht rein an die Latte. An die Latte. Leider kein Treffer für unser Eigengewächs, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Leeds, jetzt hier Jordan, gibt den nochmal ab, Lucas, Hutchinson, gibt den nochmal ab, jetzt hier Ferguson, nein, Fehlpass, aber Spiel dürfte jetzt eh rum sein, jetzt 3-2 gewinnt hier Crystal Palace gegen Leeds United und man muss leider sagen, wie es ist, Jan Sommer hat das Spiel nochmal unnötig interessant gemacht, ne? Mit seinem groben Patzer und hier muss man einfach sagen, der Eindruck, der am Ende der letzten Saison war, bestätigt sich hier leider. Dass Jan Sommer zwar ein an sich überragender Keeper ist, der aber zu viel patzt. Ich meine, hier und da hat Whittaker in dieser Saison auch schon haltbare nicht gehalten. Ne? Aber Sommer patzt mir einfach wirklich grob zu krass. Und das ist halt einfach nichts, was ich dann langfristig haben will. Ne? Also als Nummer 1 nicht. Richards kann jetzt übrigens linker Verteidiger spielen. Und dann lernen wir ihn gleich noch den rechten Verteidiger. Ne? Also Richards, der kann wirklich alles. Das muss man einfach mal sagen, ne? Richards, der kann rechter, linker Verteidiger, Innenverteidiger, der ist wirklich eine defensive Maschine. Der kann wirklich alles spielen, ne? So soll das aber auch sein. Und ja, wir sind eine Runde weiter im Carabao Cup, das ist doch schön. Wir können uns ja gleich mal den nächsten Gegner angucken. Der dürfte ja auch schon feststehen. Der FC Chelsea dann. Haben wir gleich mal einen richtigen Brecher gekriegt, ne? Aber gut, dann ist das halt so. Wir gehen jetzt erstmal in der Premier League gegen Bournemouth, die sehr gut gestartet sind mit 9 Punkten. Ne? Also sehr, sehr guter Start für die Cherries. Wir gucken mal, ob wir uns vielleicht auch nach diesem Spiel hier mit 9 Punkten schmücken können. Hier haben wir die Aufstellung von Crystal Palace mit Whittaker im Tor. Dann haben wir Aarons, Cresswell, Anderson und Sessegnon in der Viererkette. Eze, Kamara und Pear im Dreiermittelfeld. Und Olise, Illing Jr. auf Außen und Rashford natürlich im Sturmzentrum hier bei Crystal Palace. Die zuletzt ja gegen Leeds United unter anderem 3-2 im Carabao Cup gewinnen konnten. Bournemouth mit einem guten Saisonstart bisher mit Neto im Tor. Dann Stacey, Hill, Senesi und Semuda in der Viererkette. Rothwell und Cook im ZDM. Christie als auch Saiss auf Außen, Tavernier im ZDM. Und Wilfried Gnonto ganz vorne im Sturmzentrum hier im 4-2-3-1-System. Eze. Eses Pass ist gut. Und jetzt hier Marcus Rashford. Rashford spielt den nochmal auf Olise. Olise. Ganz schlechter Abschluss. Das war super rausgespielt von Crystal Palace, aber der Abschluss von Olise war in dem Fall mager. Aber der war richtig mager.
Aber jetzt hier vielleicht Olysee. Olysee macht ihn rein! Das zum Thema magerer Abschluss. Das zum Thema magerer Abschluss. Denkt sich Olysee auch so, ah, den hätte ich machen müssen. Wartet ab, wartet ab. Dann mache ich ihn etwas schwieriger. Diese leichten Bälle, die kann jeder machen. Ich mache hier die schönen Dinger, ne? So muss das sein. Richtig geiler Abschluss hier von Merkel Olysee, der den Treffer hier macht. Veloce freut sich zu Recht auch. Es steht 1-0 für Crystal Palace, dank Olysee. Vierter Treffer schon in der sechsten Partie, ne? Spielt vielleicht bisher die beste Phase überhaupt. Ich meine, es gab ja auch mal Phasen, da hat Batschnen in den Rang abgelaufen, Suleimane. Da war viel Kampf in dieser Position, aber momentan ist er da auf rechts komplett fest im Sattel. Macht der Ball jetzt hier. Tavernier. Cresswell war da gut dran. Jetzt hier aber noch die Möglichkeit. Andersen. Ui, gefährlich geklärt. Trotzdem erstmal der Ball bei uns. Und jetzt hier Rashford. Rashford und Eze läuft mit. Das könnte jetzt richtig gefährlich werden. Rashford. Eze ist da mitgelaufen. Eze läuft halt einfach komplett dumm weiter. Das war nicht schlau. Aber hier ist ja Illing Jr. Da macht er den Treffer halt. Da muss man echt sagen, da hätte Eze kurz mal nachdenken müssen. Ey, ich bin zu weit weg. Kurz verzögern, ganz kurz. Dann spielt Rashford den rüber, dann ist es easy. So war es aber die ganze Zeit abseits. Elling Jr. sagt sich, ey, dann übernehme ich das halt. Rashford mit der guten Übersicht. Ja, Elling Jr. komplett allein gelassen, weil sich alles und jeder auf Eze konzentriert hat. Und die Nummer 32 hier, der Mann, der Wilfried Zaha beerbt auf der linken Seite mit einem weiteren Treffer für sich. Spielt bisher auch wirklich eine herausragende Saison. Samuel Erling Jr. war ja einer neben Chalobah meiner absoluten Wunschspieler von Anfang an eigentlich. Also den wollte ich unbedingt haben. Und der zeigt auch, warum ich ihn unbedingt haben wollte. Erling Jr., Rashford und Eze mit der Übersicht für Erling Jr. So gut gespielt. So gut gespielt. Dann der hohe Ball. Rashford gibt den nochmal ab. Peer macht ihn nicht rein. Eze dafür. 3-0. Also Burnhamith lässt sich hier abschießen und Crystal Palace hat richtig Spaß momentan, ne? Ja, Eze hier mit einem weiteren Treffer. Seine so starke Form wird hier weiter bestätigt. Macht den Ball hier rein. Und Crystal Palace mit einem ordentlichen Statement bisher, ne? 3-0 gegen Burnhamith, die ja wie gesagt sehr gut in die Saison gestartet sind, ne? Die haben aus 5 Spielen 9 Punkte geholt. Also das ist ein guter Start für die Cherries. Aber wir verhindern, dass sie 3 weitere Punkte holen. Im Gegenteil, wir holen uns hier die Punkte. Wobei das gar nicht das Gegenteil davon ist, aber das ist was. Eze rübergespielt auf Aarons. Jetzt könnte es gefährlich werden für Burnhamith. Gut nochmal reingespielt. Oh, Olysee. Und dann ist da Kamara, der den sogar nochmal abgibt. Und es steht 4-0. Per hier mit dem 4-0. Crystal Palace macht jetzt so langsam wirklich, was sie wollen mit Burnhamith. Also Kamara wirklich überragend, ne? Er war ja sogar so ein bisschen derjenige, der das initiiert hat. Von hinten dann mitgelaufen. Und wir sehen hier nochmal. Der Superpass hier nochmal von Olysee war es. Und dann Kamara auch nochmal mit der Hacke, ne? Ja, für Per dann natürlich einfach ihn reinzuschieben. Verliert da zwar nochmal Balance, aber Hauptsache der Ball ist drin. 4-0 Crystal Palace. Ich denke spätestens jetzt war das die endgültige Entscheidung. Colesho. Der eingewechselte Kanadier. Colesho setzt sich da durch. Colesho macht ihn rein. Das Eigengewächs macht mit dem Treffer stimmt nicht. Ist kein Eigengewächs. Er kam damals von Espanyol, sorry. Aber der junge Kanadier darf sich mal das erste Mal so richtig zeigen. Und hier mit dem 5-0. Also er nimmt hier auch die Abwehr nochmal auseinander. Ne? Hier Colesho läuft. Dann geht er da ins 1 gegen 1. Beziehungsweise sind sogar zwei irgendwie, die an ihn ran wollen. Aber beide denken sich wahrscheinlich so, ey, übernimmst du? Und während die sich da noch am Philosophieren sind, ob irgendjemand übernimmt, ist der Ball schon längst im Treffer, im Tor. Colesho hier mit dem Treffer der Kanadier. 5-0 hier gegen Burnhamith. Immerhin können wir unsere Tordifferenz wieder so ein bisschen reparieren, ne? Nach dem Game unter anderem gegen Man United. Da ist so ein 5-0 auf jeden Fall richtig, richtig gut für die Tordifferenz. Ja, der Freistoß. Oh, der ist drin. Bitter. Bitter. Ah, wir kassieren wieder mal ein Gegentor, ne? Das ist bitter. War natürlich aber auch ein Monster-Kopfball von Rossi. Trotz allem natürlich, ja, du führst 5-0, du dominierst, dann kriegst du so einen Freistoß, so einen Standard. Und vor allen Dingen Cresswell, ne? Also Cresswell setzt sich nicht gegen Rossi durch und Whittaker kann da dann wenig machen. Aber dass sich Cresswell nicht gegen den Rossi durchsetzt im Kopfballduell, das ist schon etwas enttäuschend. Andersen. Super gespielter Ball auf Colesho. Jetzt hier Jones.
Und Jones, der Ball ist gut auf Kolesho gespielt. Kolesho ist schneller als seine Gegenspieler. Kolesho wird da umgehauen. Elfmeter. Elfmeter. Kolesho wird da umgehauen. Es gibt Elfmeter. Ja, wir gucken da gleich nochmal drauf. Scheint aber korrekt zu sein. Ja, was soll man da diskutieren, Leute? Das ist korrekt. Und ich sag euch ehrlich, er hat ihn rausgespielt, ne? Ich will, dass Kolesho den schießt, weil der gefällt mir. Wir gucken mal, ob er den macht oder nicht. Kolesho. Kolesho macht ihn easy rein. Zweiter Treffer hier für den jungen Kanadier. 6-1. Kolesho mit einem Doppelpack. Darf sich dazu recht freuen. Macht ein gutes Spiel, seitdem er eingewechselt wird. Hat einen Treffer aus dem Spiel herausgemacht. Jetzt den Elfmeter herausgeholt und verwandelt. Sehr, sehr stark. Ja, Fineto natürlich nicht so geil, ne? Der muss 6-mal heute schon hinter sich greifen. Das macht keinen Spaß. Und hier die Nummer 21, Kolesho, macht ihn dann sauber rein, den Elfmeter. Ja, wir führen hier ganz, ganz deutlich. Burnham hatte zwar diesen Ehrentreffer, aber so richtig besser wurde es dadurch nicht. Kolesho, Jones. Jones mit dem hohen Ball, der kommt wahrscheinlich nicht an. Kolesho holt sich den aber einfach und leider gibt es keinen Elfmeter, aber das Spiel ist rum. Spiel ist rum, 6-1 gewinnt hier Crystal Palace gegen Burnham. Bittere, bittere Pille auf jeden Fall für Burnham. Für uns ein sehr, sehr dominantes Spiel. Man sieht es ja auch hier, XG-Wert ungefähr da, wo wir die Tore auch gemacht haben. Absolut verdient, ne? Richtig krasser Statement-Sieg hier unsererseits. Und so ein 6-1, das lässt sich doch sehen. Und wir gucken gleich mal, ne? Wie es dann in der Premier League-Tabelle dementsprechend aussieht. Ah, wir haben mal wieder Scouting-Berichte. Erstmal Jugendmannschaft, ja, die beiden machen sich, der Schotte hier, Malcolm und eben Cox, ne? Aber die sollen noch ein bisschen trainieren, die sind noch nicht gut genug, um hochgezogen zu werden. Dann hier in Albanien. Wir gucken mal, ob es hier brauchbare Spieler gibt. Aktuell noch nicht. Na. Er hier hat zwar Talent, aber er hat zu wenig Gesamtstärke. Also ist ja unter 60, das bringt ja nichts. Dann hier in der USA. Ist jetzt auch nicht wirklich interessant. Okay, also bisher keine interessanten Jugendspieler so wirklich. Schade. Aber vielleicht ja in England. Der ist richtig interessant. Huge Black. Der ist richtig interessant. Direkt mal verpflichten. Dann ihn hier. Marcus Brooks, auch sehr interessant, auch direkt verpflichten. Also Brooks und Dingens. Da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei interessante. Dexter Curtis, nee, der kommt auch weg. Gucken wir mal. Gucken wir mal kurz im Jugendbereich. Also, da haben wir dann einmal den Blake, ne? Wenn man auch mal kurz guckt, was er so kann. Beweglichkeit top, Antritt, ja. Was hat er denn im Passen? Das ist ja auch noch wichtig, ne? Der Passspiel ist gar nicht so gut. Der wartet ab. Wenn der woanders spielt, der wird deutlich besser. Der kann nämlich im Mittelfeld spielen, aber auch im ZOM. Da wird er richtig abgehen, glaube ich. Ich glaube, er ist eher ein offensiver Mittelfeldspieler, wobei wir davon langsam auch echt zu viele haben, ne? Aber ich glaube, der wird sich da nochmal krass verbessern. Dann haben wir Brooks hier. Interessanter Stürmer auf jeden Fall, ne? Beweglichkeit hat er einfach eine... Alter, eine 86... Ballkontrolle, top, Dribbling. Abschluss ist gar nicht mal so gut. Ist auch schon wieder eher ein Außenspieler, ne? Gefühlt ist irgendwie jeder ein Außenspieler. Was hat der denn Sprinttempo? Okay, das geht so, ne? Aber wir gucken auch mal hier in die Entwicklungspläne. Was der denn so könnte? Ja, auch hier wieder auf Außen könnte er spielen, ne? Oder im ZOM könnte er spielen, ne? Wegen seinen Weitschüssen. Ja, Flügel eher weniger. Flügel ist dann eher weniger seins, aber vielleicht... Auch ZOM oder was, wegen seiner krassen Beweglichkeit. Die Übersicht ist, könnte besser werden noch. Weitschüsse hätte er dann. Ballkontrolle ist halt stark, ne? Dribbling. Boah, ich weiß aber nicht, ob ich echt will, dass der jetzt auch nochmal auf einer anderen Position spielt. Vor allen Dingen ist das 4 Wochen Mittelstürmer. Würde sogar noch besser passen, aber das, ja, wir lassen ihn als Stürmer. Wenn, dann muss er sich als Stürmer hier beweisen, ne? Wobei, ich mache das zwar nie gerne, ne, ihnen direkt irgendwie schon sowas geben, so einen Entwicklungsplan, aber ich glaube, bei ihnen ist das wichtig, weil er ansonsten echt miese Stats im Abschluss und Co. hat. Also Ballkontrolle geht bei ihm nochmal hoch, dann die Ruhe, die Ausdauer, Effekt, kurzer Pass, Freistoßpräzision, Schusskraft, Stellungsspiel und Abschluss.
Ich denke, das passt, ne? Bei ihm, was mit seinem Kopfball, ja, das ist Katastrophe bei ihm, aber das muss auch nicht besser werden, weil der hat ja nur eine 31. Also ist ja komplette Katastrophe. Wobei, das gefällt mir auch nicht. Ein Stürmer, der gar kein Kopfballspieler ist, ist auch irgendwie Trash, ne? Aber gut, dann geben wir ihm das hier, dass er vor allen Dingen im Abschluss besser wird, ne? Dann gucken wir mal. Gehen wir auf jeden Fall vor hier. Wir wollten auch auf die Tabelle gucken, auf die Premier League Tabelle. Da gucken wir dann natürlich drauf. Da sind wir aktuell 9. mit 9 Punkten. Na, wir haben unglaublich viele Tore schon mit 15, aber auch viele Gegentore mit 14. Aber mit 9 Punkten sind wir auf 2 Punkte dran, was die Champions League Plätze angeht. Also das ist mal voll im Soll. Jetzt geht es gegen Sion. Die haben das erste Spiel gegen Malmö gewonnen. Hoffen wir, dass wir das zweite Europa Conference League für uns entscheiden können. Hier haben wir die Aufstellung vom FC Sion. Unter anderem hier mit Lindner im Tor. Morel, Schmid, Lavanchi und Baltazar in der Viererkette. Grigic, Poa, Kuaev, Jatinga und Kalin im Fünfer-Mittelfeld und Stojkovic ganz vorne im Sturm. 4-2-3-1-System hier beim FC Sion, beim Schweizer Vertreter hier. Wir gucken gleich mal auf die Aufstellung von Crystal Palace, die hier heute auch mit einiger Jungpower mit dabei sind, auch vielen, vielen Eingewächsen, ne? Aber da gucken wir gleich mal drauf. Hier erstmal nochmal die Mannschaft von FC Sion. Sollen das Berge sein, diese schwarzen Pünktchen da auf dem Trikot? Sieht zumindest so aus, ne? Aber ich habe keine Ahnung, ob in Sion Berge sind oder nicht. Und hier sehen wir einmal die Mannschaft von Crystal Palace, auf deren Aufstellung wir gleich nochmal drauf gehen, sobald sie uns angezeigt wird. Aber vielleicht habt ihr den einen oder anderen Jungen schon erkannt. Und zwar Whittaker im Tor, Eigengewächs Nummer 1. Dann Anderson, Chalobah, Bogle, Justin, Kamara, Lucas und Per, die nächsten zwei Eigengewächse im Mittelfeld dann. Hutchinson und Kolesho, die nächsten zwei Eigengewächse und Jordan Siebetauch in der Sturmspitze. Also hier wirklich Crystal Palace mit insgesamt 5 Eigengewächsen hier in der Europa Conference League. Und das ist, denke ich, schon was Schönes, wenn man international spielt und dann in der Startelf 5 Eigengewächse stellen kann. Hutchinson. Oh, der Ball ist gut. Der Ball ist richtig gut. Hutchinson jetzt hier. Hutchinson mit der Flanke, die richtig interessant ist. Kolesho. Ja, das war eine Möglichkeit. Das war auf jeden Fall eine richtig gute Flanke von Hutchinson. Und dann Kolesho wirft sich da rein, aber kriegt den Ball leider nicht mehr so platziert hin, dass er noch irgendwie aufs Tor geht. Kamara, Jordan. Kolesho stürmt da durch und der US-Amerikaner hier auf den Kanadier. Und jetzt hier Kolesho. Kolesho. Kolesho, der Ball fast schon zu weit vorgelegt gehabt. Leider ja. Leider ja. Hutchinson hat den Ball. Es könnte immer noch gefährlich werden. Kamara spielt den nochmal ab. Ja, das Ganze ist noch nicht bereinigt. Jetzt hier Jordan, aber der macht ihn auch nicht rein, ne? Der hat echt eine Abschlussphobie, habe ich manchmal das Gefühl. Der macht einfach keine Tore aus dem Spiel heraus. Lucas, guter Pass. Und da ist jetzt Hutchinson. Hutchinson mit dem Lupfer und dann ist da Jordan. Endlich macht er ihn mal. Und ich habe noch vorhin gesagt, er hat so ein bisschen eine Phobie vor dem Abschluss und jetzt macht er den Ball rein. 1-0 Crystal Palace. Man muss aber vor allen Dingen sagen, dass gerade halt Hutchinson und Kolesho, ja, die beiden Eingewächse, wirklich für extrem viel Betrieb sorgen. Und unter anderem auch diesen Treffer hier natürlich möglich gemacht haben. Hier sehen wir nochmal den Superpass von Lucas. Hutchinson mit dem Lupfer, aber der prallt dann ab zu Jordan und der darf ihn dann easy reinschieben. Ne? Das ist dann auch kein großes Problem für ihn. Den macht er dann hier rein. So ein Treffer sollte er aber auch erzielen können. Jordan Siebetauch, erstes Tor in der zweiten Partie in der Europa Conference League. 1-0 Crystal Palace. Ah, die Chance. Whittaker. Was ist denn los? Was ist denn los mit dir, Whittaker? Also heute unsere Keeper Müll. In dieser Folge die beiden Keeper Müll. Sommer mit einem riesen Patzer. Oh, und jetzt einfach hier Whittaker. Er kriegt den Ball. Also, das Problem ist aber auch hier, das ist halt auch die FIFA-Animation, muss man einfach wieder sagen. Weil normalerweise ein Keeper, wenn der Ball dann neben sich ist, der steht dann nicht erstmal auf, um sich dann nochmal zu bücken, sondern der nimmt sich den direkt. Und er steht erstmal auf. Ich sag's immer wieder, ohne diese schlechten Animationen würden mindestens 30% der Tore nicht fallen. Dann hätte man viel, viel öfter etwas niedrigere Ergebnisse auch. Allein wegen der Keeper. Chalobahs Grätsche war auch nicht wirklich gut. Ah, jetzt hier Sion. Sion mit der Chance, aber Whittaker hat seine Hand dazwischen. Whittaker hat seine Hand dazwischen. So wichtig, dass der Whittaker nochmal dran war. Kolesho im Ballbesitz, spielt den da gut rüber.
Hutchinson mit dem hohen Ball rein da. Cole schon mit dem Kopf, aber der ist nicht drin. Der ist leider nicht drin. Der junge Kanadier versucht's, der gibt Power, aber leider war es nicht erfolgreich. Ah, das Ganze ist aber vielleicht noch nicht beendet, die gefährliche Situation. Denn ja, Marcus Rashford macht ihn rein. Super wichtig. 2-1. Marcus Rashford kam rein wie John, jetzt hier das 2-1. Wichtig, dass wir nochmal richtig Druck gemacht haben, dass wir hier ins Pressing gegangen sind, dass wir den Ball erobert haben und dann direkt getroffen haben, ne? Kolesho hier mit dem Ball, Rashford nicht im Abseits, nimmt den an und dann schiebt er den da rein ins kurze Eck. Macht das gut, ne? Nimmt den an und dann direkt sehr platziert abgeschlossen. Für den Keeper super schwierig, da überhaupt ranzukommen. Und Marcus Rashford hier mit seinem ersten Treffer in Europa, Conference League, gibt nochmal ein paar Wechsel. 2-1, die Frage ist, ob das das Endergebnis ist oder nicht. Kolesho. Rashford, super Pass. Super Pass, Jones, gibt den nochmal ab. Und dann steht es jetzt 3-1 durch Pair. Und dann ist das Spiel hier jetzt aber auch endlich mal entschieden. Ne? Jetzt haben wir den Deckel wirklich drauf gemacht. Pair und Co. alle am Jubeln. Ja gut, die rasten ein bisschen viel aus wie ein 3-1 hier im zweiten Gruppenspiel der Europa Conference League. Aber gut, lass die Jungs feiern. Why not, ne? Aber hier Rashford, super Pass auf Jones. Der ist dann uneigennützig, schiebt den dann rein und dann macht ihn Pair rein. 3-1, am Ende sieht es dann doch deutlicher aus, als es war, ne? Es war lange Zeit eine enge Partie, aber jetzt haben wir die Führung für uns ergattert. Spiel ist rum, 3-1 gewinnt hier Crystal Palace gegen den FC Sion. Ja, wichtiger Gruppensieg auch für uns, ne? Damit haben wir 4 Punkte insgesamt. Das ist dann schon mal ganz entspannt, wenn man aus 2 Spielen in der Gruppenphase schon mal 4 Punkte mitnimmt, ne? Man hat kein Spiel verloren, man hat ein Spiel gewonnen. Das ist grundsolide, würde ich sagen. Ne? Vor allen Dingen hat Malmö gegen PAOK gewonnen. Das macht es da oben tatsächlich auch ein bisschen enger wieder. Ne? Wir gucken da gleich mal drauf, wie es dann nach 2 Spielen aussieht. Giovanni Reyna darf bald wieder eingesetzt werden, das ist doch auch schön. Wenn dann Reyna, wenn wir den auch bald wieder mit ihm zocken können. In der Europa Conference League sind wir aktuell Erster in dieser Gruppe, ne? Sion auf 2, dann Malmö, dann PAOK. Es ist aber alles sehr, sehr eng. Daher wird es sehr, sehr wichtig, im nächsten Game dann auch gegen PAOK am besten zu gewinnen, weil dann kann man sich eventuell absetzen, weil ja Sion oder Malmö auf jeden Fall Punkte verlieren werden. Ich meine, entweder spielen die unentschieden oder eine der beiden Mannschaften gewinnt. Aber gut, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen. Euer Velo schmelzt sich ab und bye bye.